Hast du eine Arbeit? Ja, schon. Dann, was ist deine Arbeit? C&A mit Gästen. Nein, was ist deine Arbeit? Hast du eine Arbeit? Ja, mit C&A mit Gästen. Nein, du arbeitest nicht mit C&A, fantasier nicht, Zano. Hast du eine Arbeit? Ja. Hast du eine Arbeit? Du hast keine Arbeit. Hast du eine Arbeit? Ja. Du hast keine Arbeit. Hast du eine Arbeit? Ich habe eine Arbeit. Ja, sag mal, was? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Sahar Nuri und willkommen zu diesem neuen Vlog. Viel Spaß damit. Sie hat heute sogar Stranger Things Socken an. Bitte rettet uns vor diesem kleinen Mädchen. Heute ist ein Vlog dran, bei dem wir ein Picknick machen. Nennen wir es Picknick, nennen wir es nicht Picknick, ist egal. Wir machen auf jeden Fall eine Art Ausflug. Wir gehen raus. Sano, Sahar und ich, wir gehen uns Lahmacun holen. Das ist bekannt unter türkische Pizza. Da lachen Leute, wenn sie das essen, deswegen heißt das Lahmacun. Sahar ist unzufrieden mit ihrem Outfit. Was sagst du dazu, dass Sahar unzufrieden ist mit ihrem Outfit? Was lässt er dir? Seit Geburt ist hässlich. Sie ist seit der Geburt hässlich, sagt Sano. Aber du kennst sie gar nicht so lange. Natürlich. Wie lange lebst du schon? 2009 bin ich geboren. Sahar lebt schon seit 91 Jahren. Ja, aber ich meine eigentlich, obwohl sie mich gehalten hat, habe ich so gesagt, what the fuck? Lass mich nicht an, du hässliche Lady. Und deswegen habe ich auch gepinkelt, dass sie hässlicher sein soll. Hallo Sahar. Willkommen zurück zu einem Vlog. Du weißt, dass es heute ein Tag ist, an dem wir halt rausgehen und, wie soll ich sagen, die Sonne genießen und dabei lachen, denn wir essen Lahmacun. Das ist oh bekannt. Oh mein Gott, das ist, wie lange hast du gestern gelegen und darüber nachgedacht, dass du den bringst? Glaubst du, ich überlege mir vorher Sprüche für Vlogs? Ja, ich glaube, du hast sogar ein YouTube-Notiz, bevor du das aufschreibst. Nein, ja. Nein, das hatte ich früher. Ja. Ich hatte das früher wirklich. Und da liefen die Videos nicht gut, weil ich gescriptet habe. Es hat einfach nicht gepasst. Sano hat gerade gesagt, also dass du ja mit deinem Outfit unzufrieden bist. Ja. Und sie meinte, du bist schon seit der Geburt hässlich. Und ich meinte, Sano, das kannst du nicht sagen, das geht zu weit. Warum darf man das nicht sagen? Hast du Bürgermeister Sebastian Kurz gesagt oder was? Nein, das war nicht Sebastian Kurz, das war Bürgermeister. Was? Bürgermeister. Ja, er ist der Bundeskanzler aus Österreich. Wir gehen heute raus, wir essen. Aha, die McDonalds haben mir Chips, 7 Chip Chicken Nuggets gegeben. Wirklich? Das passiert nur oft. Wirklich? Ja, geil. Darf ich das haben? Nein. Übrigens, bevor irgendwelche Kommentare kommen, ich fasse aus gutem Grund heute nicht, ja? Bitte frag einfach nicht, das ist so. Ich faste auch nicht heute aus gutem Grund, bitte frag nicht. Nein, du checkst es einfach nicht. Leute, ich weiß nicht, was Sahar hat, aber ich habe meine Tage. Okay. Nein, 8 Stück haben sie mir gegeben, wirklich. Das, schau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann 7 habe ich schon gegessen und noch den 8. Oh, geil. Sahar, ja. Wie lange brauchst du noch für deine Nägel? Nicht lange. Okay, weil wir würden gerne losfahren. Oh, aber ich muss mich noch umziehen. Was heißt, du musst dich umziehen? Du hast doch... Ja, aber... Das ist eine Tussi. Oh. Bitte. Weißt du, das jetzt ach, ich, es gibt mir meine Haare nach vorne gegeben, Digga. Digga, Frankfurt Allah. Marokkaner, Babalocken, Seiten auf Null. Alter, du hast gesagt, ich kann es nicht essen. Cheeseburger mit 6 Chicken Nuggets. Cheeseburger ist schon drin in meinem Bauch. Warum isst du die ungesunden Sachen so gerne? Wieso? Das schmeckt nicht mal so gut. Aus irgendeinem Grund bin ich aber auch so. Ich esse es nur. Was? Döner ist auch nicht gesund. Was? Döner ist auch nicht gesund. Sahar, in Döner ist Gemüse drin, what the fuck? Was ist mit dem Fleisch? Was ist mit dem Fleisch? Ja. Ja, hab ich auch gesagt. Trotzdem kannst du den Döner nicht mit Mackie vergleichen. Ich kann nicht sagen, was ungesund ist. Erbsen, Apfel, Banane, Gemüse, ja, und das Gesunde ist Mackie, Burger King, Käse, Chips. Wir machen ein Picknick, so Familienpicknick, aber ohne der ganzen Familie, weil die alle, weil viele Leute Dreck sind in dieser Familie. Genau, wir brauchen nur die, die vlog-relevant sind, gell? Nein. Es geht nicht um die Vlogs, es geht um die Familie. Familie ist alles. Alter, nett zusammen. Wir brauchen kein schönes Wetter, wir brauchen nur, ich brauche nur Handy, Amazon, das war's. Du denkst, wir machen einen Tag lang nett zusammen? Ja. Und das wirst du den ganzen Tag auf Amazon verbringen. Vergiss. Ich habe früher nicht so viel bekommen wie du, als ich in deinem Alter war. Du musst ihn forschen, Mama muss auf mich aufpassen. Es ist eigentlich normal, wenn Mama ein Kind rausholt, muss man aufpassen. Und du musst auch forschen, wenn man auch, denke ich, ein bisschen. Was? Weil Abi hat nur gearbeitet. Oh, hallo, da ist noch 2 Chicken Nuggets. Hallo, da ist iPhone. Ich, bist du bereit? Fertig und komme gleich wieder. Oh mein Gott, okay. Leute, wir drehen jetzt ja auch mehr Videos, weil Sahar jetzt mehr Zeit hat. Ihr werdet viele coole Videos von uns sehen. Und Sano ist sowieso arbeitslos.
Ja, du bist arbeitslos. Aber ich habe nicht schulelos, ich bin nicht schulelos. Ich habe noch Schule, okay? Okay, aber du bist arbeitslos, oder? Ja. Hast du eine Arbeit? Ja, schon. Dann, was ist deine Arbeit? C&A mit Gassen. Nein, was ist deine Arbeit? Hast du eine Arbeit? Ja, mit C&A mit Gassen. Nein, du arbeitest nicht bei C&A, fantasier nicht, Zano. Hast du eine Arbeit? Ja. Hast du eine Arbeit? Du hast keine Arbeit. Hast du eine Arbeit? Ja. Du hast keine Arbeit. Hast du eine Arbeit? Ich habe eine Arbeit. Ja, sag mal, was? C&A, ich helfe Ihnen. Du arbeitest nicht bei C&A. Zeig mir deinen Lohn. Zeig mir dein Geld. Zeig mir. Komm. Wir müssen bitte einen Moment warten, okay? Ja. Weil es muss trocknen. Okay, Zano, zeig mir deinen Lohn, komm. Aber mit Lohnzettel, nicht einfach nur Geld zeigen. Und du musst es auch vorstellen, also ich musste keinen Zettel geben, weil Kerstin ist meine Freundin und ich kenne sie eigentlich auch gut. Sag noch, Kerstin besitzt nicht C&A, so dass du einfach von ihr das Geld bekommst ohne Lohnzettel. Nein, man bekommt in der Arbeitswelt einen Lohnzettel und dort steht, wie viel du verdienst und dort ist auch ein Stempel von der... Ich habe ihr gesagt, ich will kein Geld, ich würde gerne dir helfen. Du also arbeitest du ohne bezahlt zu werden? Nein, weil ich sie habe und das ist das Tollste. Sie ist dabei, das hat mich schon immer gewünscht, dass ich mit ihr arbeite. Ich schwöre, ich bin froh, dass sie überhaupt lebt und mit ihm C&A arbeitet. Sonst nix. Sonst nix. Ich habe dich gefragt, ob du arbeitest. Ich meinte damit, ob du irgendwo arbeitest und Geld verdienst. Nicht, ob du mit irgendeiner Freundin Zeit verbringst. Ja, das ist keine Arbeit. Mit Freunden Zeit verbringen ist keine Arbeit. Leider nicht. Es wäre schön, wenn das so wäre. Es ist leider nicht so. Nein, ich habe die Welt wäre viel besser, aber, wenn es so wäre. Aber, ich habe keinen Job, aber das ist wie mein Job für mich. Ich wollte nur sagen, dass du keine Arbeit hast. Hör mir zu. Hör mir zu. Du Schnecke, was geht? Nein, hör mir zu. Ich wollte nur sagen, dass du keine Arbeit hast und arbeitslos bist. Das ist nicht schlimm in deinem Alter. In deinem Alter sind viele Menschen arbeitslos. Du bist 12, oder? Nicht viele Leute haben eine Arbeit. Ich höre dich nicht. Ich bin auch ohrsichtig. Was ist ohrsichtig? Du bist so kurzsichtig, oder? Was? Sie sagt, sie ist ohrsichtig, weil sie kurzsichtig ist. Und weg mit deinem Sparschwein, okay? Das ist kein Schwein. Das ist Winnie Pooh. Das hat mir sein Heil geschenkt. Dass okay, weg mit deinem Spar, Winnie Pooh. Hey, hat eigentlich Pooh irgendwas mit Po zu tun, Winnie Pooh? Eigentlich schon. Weißt du warum? Der hat einen dicken Po. Wirklich? Stimmt, das ist dieser fette Bär, oder? Mit dem dicken Po. Ja. Let's get ready to rumble. Es geht los, Sana. Was? Rollschuhe. Du willst deine Rollschuhe mitnehmen? Ja, sehr gerne. Sarah, du hast dich umgezogen. Mal sehen, was aus dem Outfit geworden ist. Oh, ich sehe keinen Unterschied. Es war einfach vorhin rot, jetzt ist schwarz. Ja, und ich mag schwarz mehr. Ich hasse Farben. Okay. Das ist rassistisch. Danke, Sarah. Du willst mir also sagen, du hasst mich, weil ich braun bin. Mhm. Frau Rassismus, kommen Sie raus. Frau Rassismus, komm raus, wenn du eine Rassistin bist. Oh mein Gott! Sie hasst mich, weil ich braun bin. Ich hasse diese Familie dafür. So ekelhafte Menschen. Ja. Egal. Sarah, das könnte man als Titel nehmen. Sahar hasst mich, weil ich braun bin. Und dann gibt's Hate gegen dich, aber Klicks für mich. Was ist mehr wert? Das Huhn oder das Ei? Sarah, was ist mehr wert? Das Huhn oder das Ei? Ei. I don't know. Und dann so. Was? Kennst du das? Ja. Es geht los, wir vloggen wieder. Na komm, ich will dir was zeigen. Komm mal her. Ich? Ja, komm, ich will dir einen Move zeigen. Stell dich auf, schau mal her. Ich zieh gleich meine Rollschuhe an. Nein, du, wir gehen Döner kaufen, nicht, wir gehen nicht auf Rollschuhen Döner kaufen. Hä, was meinst du? Wir sind in der U-Bahn mit Rollschuhen. Ja, und? Ich habe dort gesehen, dass sie Fahrrad haben. Ich habe dort gesehen, dass sie weißliche Cola haben. Und das darf ich dann auch. Okay, wir sehen schon, wie du ausrutschst in der U-Bahn. Ich habe ein Problem. Mein Problem ist, mein Helm ist kaputt gegangen. Du wirst es trotzdem anziehen. Nein, schau, das geht nicht zu. Schau, weil ich keine... Salo, den Helm wirst du trotzdem anziehen, okay? Du gehst nicht Rollschuhe fahren. Schau. Soll ich das so anziehen? Nein, komm, ich zeig dir, wie du es anziehen sollst. Gib her. Es, easy. Das Leben ist so einfach, wenn man einen großen Bruder hat. Komm, schau her. So. Perfekt. Was willst du mehr? Das sieht gut aus. Es fällt runter, verstehst du? Weißt du, der Helm fällt runter, gar kein Problem. Samo fällt runter, großes Problem. Okay? Deswegen Helm tragen. Ich muss irgendwo eine Lösung finden, wo ich das binden kann. Ja, nimm eine Binde. Das ist nicht witzig. Das ist Bindenshaming, darüber macht man sich nicht lustig. Okay? Weißt du was, Sahar? Dass du lachst, finde ich echt frech von dir. Und du hast... Hello, this was shit. Ausgerissen. Was? Zieh das jetzt an. Ah! Mein Leben ist scheiße, Sacha. Ich habe keinen Helm, bin arm. Dein kann... Leben ist nicht scheiße. Sag, kannst du mich filmen? Ich bin hübsch. Zeig uns dein Outfit of the day.
Ja, also. Ganz wichtiges Detail, die Schuhe und die Hose kombiniert. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist der Daddy-Style. Das bedeutet, ich sehe aus wie ein Vater, der noch kein Vater ist. Okay, wir machen jetzt ein Outfit of the Day-Video, okay? Outfit-Check! Sano, ich sag dir eins, wenn du stürzt oder wenn dir irgendwas passiert, du bist ja versichert, oder? Ja, dann ist egal, gehen wir. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, worauf freust du dich am meisten im Sommer? Boga. Was? Montelingo. Leute, das ist ein Freund von Sano, der will immer in den Videos dabei sein, Bruder. Schau, jetzt schämt er sich. Das ist Halal. Ja. Das ist Scheiße. Komm her. Nur weil es Gemüse ist. Irgendwie komme ich mir hier immer ein bisschen vor wie in Antalya. Aber ist doch schön. Ich finde nicht schön, weil Antalya war ich verloren gegangen. War eh geiles Gefühl. Ah ja. Wir haben euch letztens im Geschwisterfragen auch erzählt, dass wir bald, also im Sommer nach Ägypten fliegen, so urlaubmäßig. Aus dem Plan ist bis jetzt nichts geworden, also es hat sich geändert. Wir werden wahrscheinlich ein großes Auto mieten für die ganze Familie und dann nach Montenegro fahren in den Süden, weil wir wollen einfach so eine Art Roadtrip machen mit dem Auto, mit der Familie. Ist okay, wenn wir mal tauschen, wer hinten ist, weil ich will auch ein bisschen hinten sein. Du darfst in den letzten 2 Stunden hinten sitzen. Sahal, du, das sind 3 Stunden Fahrt. Du willst ganz... Das sind 13 Stunden. Ja, du will, ich will, ich darf nur 2 Stunden, du darfst länger. Nein, nein, wir tauschen mal 2 Stunden ich, 2 Stunden du, 2 Stunden ich, 2 Stunden. Und dann schauen wir mal, wie viel Spaß man mit der Familie haben kann, weil Familie ist eigentlich nicht so wichtig im Leben. Und ich habe mir auch die Unterkünfte angeschaut. Ja. Und die schauen von innen so geil aus. Also ja. Ich kann wirklich an jeder Ecke ein anderes Insta-Bild schießen. Wow, es geht im Leben also um Insta-Bilder. Es geht im Leben um Vlogsar. Also der Plan aktuell ist, wo ist er noch? Montenegro. Montenegro. Oh, Adison! Wir haben Lahmacun geholt, türkische Pizza. Jetzt fahren wir an unseren Spot auf die Wiese. An alle Leute, die fasten, es tut uns leid. Saar fastet manchmal, ich faste. Nee, ich bin ein Harami. Skatepark, was? Hast du gefurzt? Sano, ich gebe der Natur was zurück, natürlich. Furzt du nie in der Natur? Nein. Nein, aber zu Hause schon. Ja, und? Obwohl, ja, ich furze manchmal, aber wenn ich alleine bin. Es gibt so viele Beweise, dass du nicht nur furzt, wenn du alleine bist. Du brauchst gar nicht reden. Soll ich furzen? Möchtest du nein, das? Nein, ich kein Furz. Nein. Okay. Nein! Möchtest du das? Ich kann auch gerne furzen. Schau mal, der Mann da hinten tanzt auch. Warte. Sano, du hast letztens gesagt, die Titanic ist ein Film über ein Eis, weißt du noch? Ja, also sagen wir so, Eis, ich meine so, ich weiß jetzt Sommer ein bisschen, aber stell dir vor, es ist Winter, kalt, es ist dann hier eiskalt, wirklich. Und die Titanic ist über ein Film über Eis? So kann man sagen, also da geht es über ein Schiff, das sinkt, das sehr kalt ist. Also dem Schiff ist sehr kalt? Nein, also die Menschen sind sehr kalt und sinken, okay? Okay. Er stellt einfach eine Box hin und fängt an zu tanzen. So einfach kann das Leben sein. Oh! Ja! Ja! Die Leute dort tanzen auch. Sie lernen wirklich tanzen, Sar. Schau mal. Kein Witz, sie lernen dort wirklich tanzen. Sana, schau. Ich sehe ein Mädchen, das einen kurzen Rock hat. Tanzen. Ja. Ich bin wie du, du bist wie ich, darf ein Zweifeln hier. Warum fastest du eigentlich nicht? Weil ich heute nicht darf. Weil? Weil... Ach so. Ich Probleme habe. Oh, Probleme, die ich nicht haben kann. Genau. Nasenbluten. Genau. Ah, okay. Genau. Weil ich habe so eine extrem starke Nase. In Afghanistan hat mein Arzt gesagt, das ist die beste Nase, die er je gesehen hat.
deswegen. Genau. 100 Euro, wenn ich das so mache, das läuft. Okay, mach. 100 Euro? Ja, wirklich. Wenn du es rauf schaffst, 100 Euro. Die muss ja nur rauf und runter. Da! Ja. Willst du mich verarschen? Schau, die Rettung ist ja da. Die Rettung wartet schon auf. Ja, aber darauf sollst du nicht ankommen. Das sind nur 10 Euro für nur die Hälfte. Was? 10 Euro für Gießen? Ohne Verletzung, nein, ohne Verletzung. Nein. Was? Nein. Hallo, ich kenne euch. Hallo, wie heißt du? Ja, ich habe euch von TikTok. Ich muss das wichsen. Hä? Ich hab einen Rhythmus. Das kleine Mädchen hat den meisten Spaß hier. Ja, stimmt. Komm, Bruder, deine Chance jetzt, komm. Okay, Alter. Maschine, Bruder. Willst du es nicht ihr beibringen? Sie will das unbedingt lernen. Nein. Uns haben so ein paar Jugendliche vorhin, so, die circa in meinem Alter waren, gesehen. Also es waren alles Jungs. Die meinten so, viel Glück mit YouTube noch. Okay, also so, zieh durch und wie war das? Ja, bei 100.000 Abonnenten fahrst du ja nach Barcelona und bei 200.000 Bali. Und ich so, ja, Bruder, schauen wir, wo der Kanal so noch hingeht. Und er so, ja, Inch. 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 Er hat einfach, ich glaube, die haben Inshallah einfach abgekürzt mit Inch. Einfach Inshallah mit Inch abgekürzt, Bruder, Masch. Masch, Masch. Masch. Einfach Maschallah, Bruder, Masch, Masch, Masch. So Marokkaner, Baba Loken, Seiten auf Null. Leute, in was für einer Stadt lebt ihr? Das ist eine der coolsten Städte, Wien. Ja. Da gibt's immer Spaß, da sind ist immer Leute. Ich bin jetzt 18. Komm vorbei, wenn du dich traust. Ich bin jetzt 18. Ich habe gesehen, Tarzan ist so ein von Gorilla gewachsen, denke ich mal. Okay. Und ich habe gesehen, dieses Tarzan haltet dieses Mädchen mit Schnur. Und die Füße sind so und die Hände sind so. Und dann hat sie gesagt, wie haltet er sich mit diesen Schnur? Und weißt du wie? Ja. Mit seinem Arsch. Ah, das Bild kenne ich. Tarzan hält sich selber an der Schnur. Mit seinen Arschbacken fest. Wir haben gerade Bilder von Sano geschossen. Sie sieht aus wie Apache einfach. Apache 307. Wie viel läuft noch? Einmal ist genug. Ich habe kein Ding Dong. Was? Ich habe kein Ding Dong. Ich bin keine Apache. Er hat ein Ding Dong, ich nicht. Okay. Oh shit. Darf ich ehrlich sagen, ich weiß, alle Menschen sterben, aber erst später. Wenn man Glück hat. Und außerdem, du hast im Insta gepostet, Sana Baby, ich hoffe, du wirst im ersten 1000 Jahren. Ja, und das kann nicht sein. 1000, weißt du, wie viel 1000 ist? 1000 ist sehr viel. Niemand hat bis 1000 überlebt, wirklich. Okay, dann wirst du halt früher von uns gehen. Nein. Wirst du nicht, Sana. Niemand wird von uns gehen. Nein, das kann wirklich lange dauern. Wirklich lange. Lange. Also kannst du kurz ein Foto hier machen, weil ich habe ein bisschen Foto-Ecation. Foto-Ecation. Ihr seid von YouTube? Ja, wir sind von YouTube. Von wo bist du? Ich weiß nicht. Warte. Sano hat gerade gefragt, ob wir im Urlaub bei der Unterkunft Schlafzimmer haben werden. Schlafzimmer? Sano, nein. Also es wird jeder ein eigenes Zimmer haben, weil es sind sehr viele Zimmer. Nein, es muss nicht. Ich weiß nicht, ob jeder ein eigenes Zimmer haben doch wird. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wie geil das wird. Wir haben einfach 8 Tage lang oder so Urlaub und wie viele Videos daraus kommen. Wie viele Fotos. Oh. Wie viele Nintendo Switch-Spiele. Nein. Okay, wie viele? Ich wollte irgendwas sagen. TikToks. Ja, TikToks. Oh ja. Und Snapchat-Bilder. Also Snapchat mit Speichern und dann Hallo. Kann man... Auf Snapchat sind nur noch Dealer unterwegs. Was machst du auf Snapchat? Fotos machen, speichern in meine Erinnerungen. Okay, passt. Wir singen einen Song von Apache. Sie machen Fotos, Taschen, Nana, Assertschöner gleich. Bruder, ich muss los in der Rolle, wie es schneit. In der Rolle, wie es schneit? Ja, der hat gesungen. Der heutige Tag hat mich wirklich so wieder auf den Geschmack gebracht zu vloggen. Dieser Sommer wird anders werden. Ja, wir freuen uns. Es wird Feier sein, also nicht so ein Feier wie in Monteringo. Montenegro, Sano. Ja, Monteringo, hab ich doch regelt. Was ist Monteringo? Monteringo, wo wir gehen? Montenegro. Monteringengo, okay? Ich hab eine Chanel-Tasche. Ja, der Helm. Deine Mutter geht auf ein Nemo-Konzert. Was? Was? Deine Mutter geht auf ein Nemo-Konzert. Was? Sie hört gute Musik. Was? Ich zieh ab 18 los. Nach Köln. Nach Köln. Was? Ich zieh nach Köln. Was machst du in Köln? Weiß nicht. Ich habe viele Videos im Internet auf YouTube gesehen und ich weiß, welche Stadt am besten zu dir passt. Welches? Frankfurt.
Marokkaner, Baba Locken, Seiten auf Null. Ja, aber die ist wirklich sympathisch. Ohne Scheiß, die ist echt sympathisch. Bleibt fix in Wien, wenn ich umziehe. Fix. Ja. Ah, dort wohnt Heidi. Heidi, Heidi, was? Meine Berge sind die Berge. Ach so, die Heidi aus Heidi und die... Sie wohnt in Frankfurt. Heidi wohnt in Frankfurt? Heidi, die im Serie, Kinderserie. Heidi. Das ist doch nicht Frankfurt. Doch, ja? Ich glaube, sie hat recht. Sie wohnt in Frankfurt und dann wird sie zu ihrem Opa auf die Berge geschickt. Ja. Aha, ich habe das mit Sano damals geschaut müssen, weil sie klein war. Und wir hatten einen Fernseher, Sano hat gewonnen in der Früh. Sie durfte Okidoki schauen. Ja. Okidoki war so ein Kinderkanal in Österreich. Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann block ich meine Privatsferien. Ihr könnt erst im Privatsferien? Wieder Privatsferien? Ihr könnt erst im einen Jahr kommen. Alles klar. Obwohl, ich bin nicht so gemein, im einen Monat, okay? Passt perfekt. Obwohl, nein, ich bin nicht so gemein, am Wochenende immer. Freitag, Samstag, okay. Sonntag. Okay, passt. Obwohl, wenn ich auch zwei Tage am Montag diese Video dann... Bist du narrisch? Hab mich so erschreckt, wirklich. Der Tag endet, der Vlog war schön, alle hatten Spaß. Dum, dum, dum. Das war der Vlog, Sahar ist müde. Ich wünsche euch viel Spaß noch in eurem weiteren Leben. Wir sehen uns. Lasst uns einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat. Das war's mit diesem Video, es war schön. Wir haben echt überraschenderweise viele Leute getroffen, die die Videos kannten. Unglaublich, dass es da draußen Menschen gibt, die so einen Scheiß sich geben. Kranke Scheiße, danke dafür, Leute, wirklich. Ja. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch. Ganz wichtige Nummer auf Twitch. Wir streamen bald wieder Stadtland Fluss mit euch zusammen. Dann würde ich nur noch sagen, das war's. Auf Wiedersehen. Hasta la vista. Dreckige Opfer. Danke, Leute, es war schön mit euch.